Was bedeutet Blockchain für den Treasury-Bereich? Stellen Sie sich vor, Sie könnten Vermögenswerte in Echtzeit kontrollieren und aufzeichnen, Informationen zum Eigentümer und zur Abwicklung sowie Transaktionsdetails transparent einsehen. Das würde enorme Effizienzsteigerungen mit sich bringen und die Treasury-Bereiche könnten viel reibungsloser arbeiten. So gäbe es mehr Transparenz und Planbarkeit, weniger manuellen Arbeitsaufwand und Betrugsfälle sowie eine bessere Risikokontrolle durch die Risikominimierung bei bestimmten Transaktionen. Unterm Strich verheißt Blockchain eine große Transformation im Bereich Finanzdienstleistungen. Das bringt neue Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich. Vielleicht bedeutet dies sogar das Ende des Zahlungsverkehrs, wie wir ihn kennen, aber sicher nicht das Ende von Bankgeschäften. Durch die Blockchain-Technologie werden viele neue und innovative Lösungen entstehen, da sie in verschiedenen Finanzprodukten und Dienstleistungen eingesetzt werden kann. Nehmen wir zum Beispiel WeTrade. Mit dieser Blockchain-basierten Lösung soll ein digitaler Markt geschaffen werden, auf dem kleine Unternehmen direkt miteinander handeln können. Die Handelsfinanzierung und die finanzielle Wertschöpfungskette werden von diesem innovativen Prozess deutlich profitieren. Sowohl für Finanzdienstleister als auch für Kunden entstehen so ganz neue Möglichkeiten. Blockchain sollte man als eine Evolution verstehen, nicht als Revolution über Nacht. Bevor aber Blockchain weitläufig eingesetzt werden kann, gibt es zwei wichtige Kernpunkte, die ermöglicht werden müssen. A. Digitale Identitäten zu schaffen und zu speichern. Und B. Währungen wie Dollar, Pfund und Euro auf einem dezentralen Register abzubilden. Letzteres ist Ziel des Utility Settlement Coin Project, einer Initiative, um die Vorteile der durch Zentralbanken regulierten Währungen mit denen der Blockchain-Technologie zu verbinden. Bevor Blockchain-Systeme verbreitet zum Einsatz kommen können, müssen Herausforderungen wie Gesetzgebung, Regulierung, Interoperabilität und Datenschutz gemeistert werden. Bis dahin werden wohl weiterhin die gängigen Zahlungsmethoden dominieren.